Heute wird es mal wieder Zeit für eure Cakewalk-Fragen und Kommentare. Und unter anderem geht es heute darum, warum so ein Beat bei 1 anfängt und nicht bei 0. Ja, Hudi, hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Und unsere erste Frage. Kann ich in Cakewalk eigentlich auch Gesangstext hineinschreiben, der dann später auch tatsächlich gesungen wird, damit man für die Aufnahme nicht vom Blatt Papier oder aus einer Textdatei ablesen muss? Der Text soll natürlich auch genau an der Stelle in oder an der Spur stehen, wo er gesungen wird. Witzigerweise schreibst du mir immer solche Fragen für genau die Videos, wo ich gerade, also für die Themen, wo ich gerade ein Video dazu mache. Beim nächsten Video geht es eben um die Partitur und da hast du die Möglichkeit, Gesangstexte hinzuzufügen. Das machst du, um mal ganz kurz zu spoilern, über Ansicht, Partitur und da gibt es dieses Lyrics-Modul und dann kannst du unter bestehende Noten einen Text einfügen und den kannst du dann hier in der Partitur anzeigen. Du kannst ihn ausdrucken oder es gibt dann auch die Ansicht, wo dann nur der Text drin steht und der dann eben synchron zum Song mitläuft. Ideal zum Einsingen. Detailliert gibt es aber dann eben nächste Woche im neuen Video über die Partitur. Also für alle, die es noch nicht gemacht haben, subscriben, ne? Wie kann man auf Cakewalk die Leiste beschriften und die Bars? Wie kann man eventuell den Bar-Counter auf 0 beschriften, sodass man praktisch eine leere Bar hat? Ich gehe jetzt davon aus, du meinst mit Bar diese Zeitleiste hier oben. Und bei der kannst du natürlich Beschriftungen hinzufügen, die nennen sich Marker. Und wenn du einen Marker setzen willst, gehst du an die gewünschte Stelle und dann drückst du die Taste M für Marker. Dann kannst du ihnen einen Namen vergeben und fertig ist. Was du hier nicht machen kannst, dass du jetzt zum Beispiel hier die Bar komplett änderst, dass die bei 0 anfängt und nicht bei 1. Aber dazu gleich mehr. Das Wichtigste war eindeutig dein Scheißhaus-Reverb. Aber mal Spaß beiseite, Cakewalk bringt echt viel Gutes mit. Allein der Saturate-Knob und der EQ sind bei mir immer im Einsatz. Nur die Sonata-Suite finde ich aussehenstechnisch echt schlimm. Bis ich dahinter gekommen bin, wie die richtig funktionieren, war echt Zeit vergangen. Ich nutze in der Richtung aber tatsächlich alternative, kostenlose Programme. Ja, bei Plugins ist es genauso wie bei Büchern. Nie am Aussehen beurteilen. Das heißt immer, never judge a book by its cover. Und da bei Plugins ist es genauso, beurteilt sie nicht daran, wie schön bunt und wie die aussehen, sondern nach dem, wie es sich anhört, wenn ihr die im Einsatz habt. Darum kann ich das auch ganz gut verstehen bei dir, weil man halt einfach mal sagt, man macht die auf und zählt es und denkt sich, ach, gib mich da irgendwie weg. Aber dass die dann wirklich gut arbeiten, hörst du natürlich nicht. Also auch für die unter euch, die noch nie die Sonata Suite ausprobiert haben, schaut's doch mal rein. Heißt das, wenn mein Windows mit 44,1 kHz und 16 Bit läuft, Cakewalk und UMC-Treiber auch so eingestellt sein müssen? Es kommt darauf an, welchen Treibermodus du nutzt. Wenn du die UMC-Treiber von Behringer runtergeladen hast, dann sind die ASIO-fähig und dann würde ich dir auch den ASIO-Modus empfehlen. Wenn du ASIO nutzt, ist es eine direkte Verbindung zwischen Cakewalk und deinem Audio-Interface. Da ist kein Windows-System dazwischen, also reicht es, wenn Audio-Interface und Cakewalk mit der gleichen Sampling Rate bzw. Bittiefe laufen. Wenn du allerdings einen WDM-Treiber nutzt oder das Wasapi, da ist egal ob Shared oder Exclusive, dann solltest du darauf achten, dass auch dein Windows-System mit den gleichen Werten läuft, weil da ist nämlich der Windows-Kernel bzw. der Windows-Mixer dazwischen. Das heißt, wir gehen jetzt angenommen bei einer Aufnahme, dann geht es in das AudioFin-Interface rein, geht durch den Windows-Kernel durch den Windows-Mixer und dann in Cakewalk rein. Und wenn du jetzt zum Beispiel Windows mit 44,1 kHz und 16 Bit laufen lässt, dein Audio-Interface und Cakewalk aber mit 48 kHz und 24 Bit, dann wird es quasi im Audio-Interface mit 48 kHz aufgenommen, geht ins Windows-System, da wird es runtergerechnet auf 44,1 kHz, geht das ganze System, dann wird es nochmal wieder umgewandelt für Cakewalk, dann wieder in 48 kHz. Das heißt, wir haben auch mehr ein Downgrade und dann wieder ein vermeintliches Upgrade. Und bei diesen Umwandlungen können sehr viele Fehler passieren. Der hörbarste Fehler ist, dass es sich anhört wie Mickey Mouse, oder dass es zeitversetzt ist. Im weniger schlimmsten Fall Rundungsfehler beim Umrechnen. Und die sind hörbar. Hört sich so an. Ist nicht schön. Und deswegen schau auch immer, wenn du WDM oder Wasapi-Treiber nutzt, dann schau, dass Windows
synchron damit läuft und unter Windows ist einzustellen. Das machst du, indem du unten rechts auf der Taskleiste einen Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol machst und da klickst du dann auf Soundeinstellungen öffnen und dann hast du hier bei Ausgabegeräte, schau, dass das Ausgabegerät ausgewählt ist, wo halt auch dein Sound rauskommt und dann klickst du unten auf Geräteeigenschaften und dann hier rechts auf zusätzliche Geräteeigenschaften und dann gibt es den Reiter erweitert und hier kannst du dann Sampling Rate und Bittiefe an deine Einstellungen anpassen. Ihr könnt mir grundsätzlich eure Fragen immer gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche die immer zu beantworten. Und da gibt es dann das neue Video über die Partitur. Bis dahin noch anders, bis ich das fertig habe. Drunter wieder ein Video zum Chillen. Ich sage wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchi Bärli. Und Servus.